Hallo, ihr Lieben. Da bin ich wieder zurück. Ja, lang ist schon wieder her, aber es ist bei mir viel passiert. Es hat sich viel getan und ich habe viel gebastelt. Und das, was ich jetzt gebastelt habe, wie der Name schon sagt, Craft Update. Das möchte ich euch jetzt gerne einmal vorstellen. Und zwar sind da schon Weihnachtssachen dabei. Ich habe Weihnachtsschmuck gebastelt, aber auch noch ein bisschen was vom Herbst, was übrig geblieben ist. Obwohl so viel ist es nicht, aber dennoch stelle ich euch das jetzt einmal vor. Genau. So, und zwar ist da noch einmal dieses Bärenkind entstanden. Aus Filz, mein Filzpüppchen, genau. So habe ich ein Blatt selbst gegossen oder Eichelkind hier, so ein Eicheln. Genau, das habe ich noch einmal selbst gemacht. Das ist also noch entstanden. Genau, dann kann ich das jetzt auch eintüten quasi und wegpacken. Dann habe ich noch so ein Herbsthängerchen gemacht. Da fehlt noch der Aufhänger, dass man es das auch so hinhängen kann mit einem Tannzapfen. Fand ich auch ganz niedlich. So, ja. Das ist noch fertig geworden. Und dann habe ich mal versucht, so ein Fliegenpilzkind zu filzen. Ja. Mehr schlecht als recht, aber ich bin ganz zufrieden. So. Oben ein Fliegenpilzkopf. Ja, und so sieht's aus. Das kann auch stehen. Genau. Ja. Und wie immer gilt, falls ihr was seht, was euch jetzt gefällt, weil das ist noch nicht im Shop drin, meldet euch gerne und ja, wir werden uns sicherlich einig werden. So, hier habe ich noch eine Haselnuss, Walnuss, da wollte ich noch was mitmachen. Dann gehen wir mal über. Dann habe ich noch den Kamm fertig. Gut, Halloween ist jetzt am Wochenende schon, aber ja, kann man ja auch nächstes Jahr noch. Katerchen, also nein. Ja, er ist gerade hier raufgesprungen. Und ja, mal gucken, wann er mir durchs Bild läuft. Ja, das ist der Kamm, den habe ich aus Harz gegossen, ein bisschen verziert, einen kleinen, so eine Quaste dran gemacht. Ah, hier ist er schon gewesen. Und ja, da ist er. So, dann hatte ich so ganz viele Engelchen gemacht. Davon sind leider nicht mehr wirklich viele übrig, weil viele sind schon unterwegs. Sind schon im Adventskalender und. Aber da ist dieses süße Engelchen noch entstanden. Da bin ich am Überlegen, ob ich hier vielleicht noch größere Flügel dran mache. Obwohl ich das, glaube ich, so ganz niedlich finde. Ja. Genau, das Engelchen ist entstanden. Lege ich das auch nochmal wieder hin. So. Dann habe ich so Aludrahtengel gemacht. Und wie gesagt, davon sind schon richtig, richtig viele weg, weil auch ganz viele verkauft und Bestellungen und überhaupt. Da ist jetzt einmal dieses Engelchen. Mal gleich hier wieder in die Tüte tun, damit das immer gleich an Ort und Stelle ist. Dann habe ich einmal das hier. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus, als wenn es abhebt durch die Flügel. Auch da werde ich, glaube ich, die Flügel nochmal austauschen. Das gefällt mir nicht so ganz. Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. So, das. So. Dann habe ich hier so ein türkisfarbenes Engelchen. Genau das. Wie gesagt, auch schöne kleine Anhänger wieder für Weihnachten. Das Engelchen ist fertig. Also wie gesagt, da könnt ihr euch auch noch melden. Die sind alle frei. Und ja. Dann habe ich hier einmal sowas noch. Die sind schon ein bisschen älter.
Dann habe ich hier mal eins mit in Lila mit einem toten Kopf. Fand ich auch mal witzig. Dann habe ich noch hier so einen in Lila. Passend zu meinen Fingernägeln. Hoho. Genau das. Dann habe ich noch so einen. Dann haben wir noch mal so ein. Na. Genau, den. Dann habe ich noch so ein Engelchen hier mit so einer gesprenkelten Perle. Und dann habe ich mal so einen ganz großen gemacht. Ich wollte mal testen, wie das so aussieht. Ich finde jetzt, die Farben passen nicht ganz so gut zusammen. Das soll eigentlich auch Weinrot sein. Ich finde, das geht eher ins Pink. Aber naja, ich wollte es halt ausprobieren. Zur Not nehme ich diese Perle raus und mache eine andere rein. Das ist ja auch in Ordnung. So, das sind die Alidraht-Schutzengelchen. So, wieder zurück. Und dann kommt eigentlich nur noch Schmuck. Und das, was ich an Schmuck gemacht habe, ist dieses Mal alles in Edelstahl. Ja, sieht so aus, alles Edelstahl. Genau. Fangen wir mal mit dem unspektakulärsten an. Und da habe ich hier so ein Gummibärchen gegossen. Einmal hier in diesem Lila. Dann in diesem Blau. Und das sind immer Ohrringe. Und da ist dieser Haken in Edelstahl. Und die Öse, die da drin ist, die Schrauböse, das ist normale Zinklegierung. Aber wichtig ist ja auch immer das, was man im Ohr hat. Ja, genauso wie hier. Da ist die Schrauböse in Zinklegierung und der Wiegering in Edelstahl. Also es ist ein Kettenanhänger mit passenden Ohrringen. Beziehungsweise, wenn da jetzt jemand Interesse dran hat, kann ich da auch noch eine Kette zugeben. Ketten habe ich ganz viele, sowohl in Edelstahl als auch in Leder oder Satin oder Kautschuk. Da wird sich sicher was finden. So, und dann habe ich das gleiche nochmal in diesem Grün. Ja, bei uns ist das heute so diesig und irgendwie regnet das auch, obwohl es gar nicht regnen sollte. Und deswegen, ich habe hier meine Lampe hier oben an. Hier, man sieht's. Und ich hoffe, das geht so mit dem Licht. Spiegelt natürlich durch die Folie ein bisschen, aber ich denke, es geht. Ja, steht auch hinten drauf. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, hinten drauf zu schreiben, dass es Edelstahl ist, weil jedes Mal überlege ich, was war es jetzt noch gleich. Und deswegen schreibe ich es gleich drauf. Dann habe ich noch Sachen gemacht mit Pebeo Prisme Fantasy wieder. Und zwar, die sind auch schon was älter, weil es auch Halloween Teilchen sind noch. Und jetzt muss ich mal eben sortieren hier. Also es sind noch Halloween-Teilchen und ja, ich bin jetzt erst dazu gekommen, die fertig zu machen und zu verpacken und ja, wie gesagt. Also bis Ende des Monats gibt es auch noch in meinem Halloween-Shop ist alles 20% günstiger. Das heißt, wer jetzt aus der Kategorie Halloween noch einkauft, gibt es noch bis zum Sonntag 20% auf jeden Artikel. Ich finde, das ist schon eine Menge. 20% ist eine Menge. Und ja, schaut doch am besten mal rein. Ich habe auch schon, wie gesagt, schon Weihnachtsartikel drinne und Bastelzubehör. Und ganz neu kommt noch ein extra Video. Und zwar, ich habe ganz tolle Seifen selbst gemacht. Und zwar Seifen, was heißt selbst gemacht? Fertige Seifen umfilzt. Dann habe ich Weihnachtsseifen selbst gegossen, also mit Glycerinseife. Und die dann ein bisschen weihnachtlich veredelt und auch diese eingefilzt. Und ich war auch shoppen, aber das Seifenvideo kommt also quasi nach diesem Video hier. Also am besten dranbleiben, beziehungsweise das Glöckchen aktualisieren oder mein
ein kostenloses Abo dalassen und das Glöckchen anklicken. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video, weil ja, ich kann momentan nicht garantieren, wie oft die Videos kommen oder wie, ja. Es ist momentan alles ein bisschen chaotisch und ein bisschen durcheinander. Auch familiär und gesundheitlich. Und ja, dann haben wir ja noch den neuen Kater, der wird demnächst kastriert. Und ja, es ist einfach ein bisschen viel alles gerade momentan. Und wir haben Oktober, November, Dezember super viele Geburtstage. Ja, deswegen kann ich nicht genau sagen, wann die einzelnen Videos erscheinen. Und deswegen aktiviert das Glöckchen und schon werdet ihr erinnert, wenn ein neues Video online ist. So, genug geredet, weiter geht's im Text. Und zwar habe ich diesen Anhänger hier, das ist dann so eine Holzplatte, das ist also Naturholz. Da habe ich das, diese Kombination reingemacht und auch die Schraubölse und auch der die Schraubölse und ja, wie heißt denn das hier? Die Schlaufe sozusagen, also die Aufhängung. Das ist natürlich auch alles in Edelstahl und ja, genau. Fand ich ganz witzig mit diesem, ja, was ist das? Hallo? Eieieiei. Dieser Kater, Leute. Dann habe ich hier mal sowas gemacht. Da habe ich auch was gestempelt. Das kann man leider schlecht erkennen. Ach, das ist, glaube ich, genau, da war ich mir nämlich nicht sicher, ob die Anhänger noch Modeschmuck sind oder Edelstahl. Und deswegen verkaufe ich das als Modeschmuck. Genau. Hier haben wir einen etwas größeren, auch mit Halloween-Motiv. Das ist wieder Edelstahl. Also, falls es Modeschmuck ist, sage ich es dazu, bei Edelstahl jetzt nicht mehr. Weil das nervt ja sonst auch, wenn ich immer alles wiederhole. Dann haben wir hier nochmal Jack und ja, Sally, Jack. Man kann es nicht so genau erkennen, weil es relativ klein ist. Aber ich finde es ein super süßes Motiv. Und ja, alles in so Halloween-Farben gehalten. Dann habe ich hier noch einmal so ein Motiv. Ist auch ganz niedlich. Genau. Und dieses Motiv. Ich weiß gar nicht, wann die Halloween-Partys stattfinden und ob überhaupt schon wieder welche stattfinden. Ich habe mich da dieses Jahr auch gar nicht erkundigt irgendwie. Aber ich denke, da ja Halloween auf dem Sonntag liegt, ist es so, dass man ja auch durchaus den Freitag danach noch Halloween feiern kann. Weil wer feiert Halloween auf dem Sonntag? Es sei denn, man macht das auf den Samstag und feiert rein. Das ist natürlich auch möglich, aber dann kann man das ja nochmal bestellen, so Halloween-Gedöns oder so, was man dann eventuell in der nächsten Woche noch zur Halloween-Party benutzen kann. Ich finde, Halloween kann man auch noch ruhig ein oder zwei Wochen nach Halloween feiern, also so bis, ja, so Mitte November, dann finde ich, ist das vollkommen okay. Und auch hier, das soll auch nochmal ein Jack sein, in weiß. Ich hätte das in schwarz machen sollen. Aber so dezent finde ich das auch mal ganz nett. Oh, entschuldigt bitte. So, dann habe ich noch das hier. Das sind so ja, Hexenhüte in Bronze und das ist Modeschmuck. Das ist, die sind auch schon was älter. Die habe ich ja, auch so in der Schublade, in so einer Rumpelschublade gefunden, wo ich quasi so eine Schale drin habe, wo unfertige Sachen drin liegen. So, und dann hole ich die ab und zu mal raus, gucke, was könnte ich davon fertig machen. Und da sind mir diese Ohrhängerchen in die Hände gekommen. Und ich finde die echt mega süß mit diesen kleinen, süßen Hüten, mit diesen Hexenhüten. Genau, so. Jetzt kommt eigentlich noch zwei Sachen. Ich schaue mal eben. Nein, drei. Was jetzt kein Winter-Weihnachten-Gedöns ist.
Und mein Kater sieht schon wieder was auf dem Balkon und meint, er muss am Fenster hochspringen. Und ja, und danach nur noch Weihnachten. Dann haben wir einmal hier so Cabochons, die habe ich ein bisschen nett gemacht. Was da für eine Schrauböse drin ist, kann ich euch leider auch nicht mehr sagen. Das war auch so, was ich in meiner Rumpelschublade gefunden habe. Aber die Ohrhängerchen, das sind so Bressuren. Trage ich momentan persönlich gerne, weil wenn da auch noch, also aus Edelstahl, ich habe welche mit Cabochon drin, die kann man dann auch im Schlafen drin, die lasse ich auch beim Schlafen drin und sogar beim Haare waschen oder beim Duschen. Ja, und da habe ich hier mal so Blätter mit türkisfarbenen Herzchen. Dann habe ich hier so kleine Häschen und da weiß ich, dass das alles Edelstahl ist. Genau. Und hier nochmal solche Häschen. Auch alles in Edelstahl. Genau. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Weihnachtssachen. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich habe so Bock dieses Jahr auf Weihnachten. Ich habe dieses Jahr schon, ich lasse mich überlegen, 1, 2, 3 Adventskalender gebastelt. 3 Stück. Und für meinen Mann mache ich noch einen. Noch ein. Oh ne, 4 habe ich schon gebastelt. Sorry. Meine Schwiegermama, meine Mama, meine Schwägerin und meine Tochter hat schon einen. Und mein Mann bekommt noch einen. Mein Bruder bekommt noch einen. Und von meiner Schwägerin, der Sohn, bekommt auch noch einen. Genau. Ja, und ich bin so im Bastelfieber, das glaubt ihr nicht. Und vor allen Dingen, oh, meine Seifen, ich bin so verliebt. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt erstmal weiter mit dem Schmuck. Und zwar habe ich da einmal so Christbaumkugeln. Da habe ich so kleine Glöckchen mit rangehängt. Und auch hier ist alles in Edelstahl gehalten. Bis auf die Glöckchen natürlich und auch dieses Cabochon. Dieser Cabochon. Genau. Da habe ich einmal diese. Dann habe ich so ganz niedlich die Glöckeln auch so schön. So kleine Weihnachtsmannköpfe. Fand ich auch mega süß. Genau die. Dann habe ich kleine Schneemänner. Auch total niedlich. Da habe ich wieder mal diese. Achso, hier im Übrigen auch. Bressuren genommen. Bressuren. Da. Schaut. Und hier auch. Und die sind so niedlich. Davon habe ich auch welche in der Art. Und die sind einfach nur, ich finde die so knuffig. Das. Wo habe ich denn noch einmal? Ich habe noch einmal Schneemänner. Die sind nicht da. Ach, die sind aus einem anderen Craft Update. Die hatte ich schon fertig. Die sind auch schon im Shop. Dann haben wir hier so kleine Rudolfse. Auch in Edelstahl gehalten, auch super süß, finde ich. Dann habe ich hier so kleine Nikolausmützen und die habe ich noch ein bisschen verziert. Da habe ich noch ein kleines Steinchen oben drauf. Dann habe ich noch so kleine Herzchen dran und ja, die hängen hier so quasi an der Mütze. So. Und dann habe ich nämlich noch ein anderes Modell und die hängen nämlich hier in der Mitte. Und da habe ich ein kleines pinkfarbenes Glöckchen dran gemacht und die habe ich auch so gelassen und gar nicht weiter verziert und ja, genau, Glöckeln auch so süß. So, aber die hatte ich doch noch in Rot. Nein, die sind auch aus einem anderen. Ja. So, dann haben wir, mal eben richtig hinschütteln, damit man es überhaupt erkennt. Hier so kleine Rentiere in Silber. Also der Anhänger ist natürlich jetzt eine Zinklegierung. Das ist jetzt auch kein Edelstahl. Aber die Anhänger hier oben dran sind natürlich in Edelstahl gehalten. Ganz klar. Und die sind auch voll niedlich. Vor allen Dingen, weil die sind in 3D. Die sind auf der anderen Seite, sehen die genauso aus. Dann haben wir mal was in Gold für die Goldfans.
So kleine süße Tannenbäumchen. Da habe ich dann auch noch mal so kleine goldene Handschuhe. Und ich finde die auch mega niedlich und süß. Und ja, ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Sind bei euch Weihnachtsmärkte oder so? Ich habe immer noch nichts gehört. So Adventsbasare, ja, finden wohl statt. Aber ich, ja, ich habe mich dieses Jahr nirgendwo angemeldet. Ist alles für euch. Ihr könnt euch, wie gesagt, gerne melden. Und ja, dann habe ich noch so kleine Nikolausmützen, auch in der Art wie die Handschuhe und die Tannenbäumchen. Dann haben wir noch solche Tannenbäume. Ein paar Schneeflöckchen. So. Habe ich hier noch mal andere Schneeflocken. Das sind solche. Und noch solche Schneeflocken. Ich finde, Schneeflocken passen zu Weihnachten und überhaupt zum Winter immer. Die kann man immer gut tragen in der kalten Jahreszeit. Dann habe ich noch Sterne. Finde ich, passt auch super, obwohl die kann man auch gut tragen, finde ich, wenn jetzt kein Weihnachten ist, und weil Sterne passen meiner Meinung nach auch immer. So, dann habe ich noch so Engelsflügel. Also Engelsflügel, ja. So Engelsflügel mit Rosen. Und ich finde, auch die muss man, kann man auch so tragen und nicht nur unbedingt zur Weihnachtszeit. Sind die. Und zu guter Letzt habe ich noch wirklich kleine süße Engelchen, so betende Engelchen. Und die finde ich so niedlich und die passen wirklich so super zu Weihnachten. Ja, natürlich auch in Edelstahl. Und ja, das ist schon wieder diese ganze Schale voll. Die Sachen stelle ich noch in den Shop ein, auf jeden Fall. Ich weiß halt nur noch nicht, wann ich das schaffe. Vielleicht fange ich da gleich mit an. Wäre auch überhaupt die Idee. Aber wenn ihr jetzt gespannt seid, bleibt dran bis zu meinem nächsten Video. Das werde ich jetzt wahrscheinlich schon im Anschluss drehen. Zu den Seifen. Und ja, bleibt gesund. Habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann ihr das Video auch gerade schaut. Und bis bald. Tschüss.